Hallo, Herr Ehrmann. Durch die Corona-Pandemie war das Saisonende nicht so, wie man es hätte erwarten können. Inwieweit hätten Sie sich denn einen anderen Abschied gewünscht? Ja, ein anderer Abschied. Ich bin ja nicht der Einzige. Also ich bin ja noch im Verein. Also ganz verabschiedet bin ich ja noch nicht. Aber ein paar Spielerinnen, so wie Leonie Pankratz, Lina Bürger, Sarai Linder, Jenny Klein, die schon lange im Verein sind, die hätte vielleicht ein anderer Abschied verdient gehabt. Aber es war so und dann wurde es halt so akzeptiert. Kann man nichts ändern. Sie haben die Frauen in der Oberliga übernommen und nach 12 Jahren mit einem Rekordergebnis verabschieden sich als Trainer. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz denn aus? Ja gut, wir haben uns stetig weiterentwickelt. Es war ein Jahr mal in der Bundesliga, wo wir eine schlechtere Punkteausbeute erzielt haben wie das Jahr zuvor. Ansonsten haben wir uns immer verbessert. Also Oberliga, Regionalliga, zweite Liga, dann waren wir Dritter, zweiter Aufstieg. Und dann haben wir halt immer mehr Punkte gesammelt, wie gesagt, bis auf ein Jahr. Und jetzt das letzte war natürlich überragend von der Ausbeute, auch von der Tore. Also das war eine sehr gute Saison. Mit Ihrer neuen Aufgabe als sportlicher Leiter, was ändert sich für Sie? Was sind konkret Ihre Aufgaben? Wie wird konkret Ihr Alltag aussehen? Ja, ich treffe mich jetzt morgen mal mit unserem Chef, mit dem Ralf Zwanziger, dass man mal da genau ein bisschen das abgrenzt, was genau meine Aufgaben sind. Ich habe jetzt schon mal festgezogen, dass halt einiges das vernachlässigt wurde, das immer wieder angestoßen wurde, aber nicht nachhaltig verfolgt wird, wie Spielprinzipien auch mal in die Jugend mit einbringe, Trainer ausbilde, Scouting ist ein Thema für neue Verpflichtungen und solche Dinge. Also es wird vielschichtig sein und sicherlich auch, wenn der Rat gefragt ist von Trainern, dann werde ich da natürlich auch meine Meinung und meine Ansichten damit einfließen lassen. Sie geben Ihr Traineramt an Ihren bisherigen Co-Trainer Gabor Galay weiter. Sie kennen ihn bestens. Was zeichnet ihn aus und was erwarten Sie von ihm? Ja gut, er ist ein sehr akribischer Arbeiter, ist ein guter Taktiker. Ja? Also kann das Spiel gut lesen, kann das Spiel gut analysieren, kann es gut vorbereiten. Also diese Dinge sind alle wirklich richtig gut, wo er da macht. Das wird so weitergehen, wie er sich bisher jetzt natürlich in der anderen Rolle als Cheftrainer hat er natürlich noch andere Aufgaben in der Mannschaftsführung, im Umgang mit den einzelnen Spielern. Das sind natürlich jetzt wieder Dinge, die neu sind für ihn. Und da wird er sicherlich seinen eigenen Weg suchen und es wird die Herausforderung geben. Was die Spieltaktik oder die Spielphilosophie angeht, da mache ich mir gar keine Sorgen. Das ist, als Cheftrainer kommt halt dann noch ein anderes Stück dazu. Und da muss man dann sehen, wie er das macht, aber ich bin da guten Mutes, dass er das gut hinkriegt. Herr Ehrmann, vielen Dank fürs Gespräch.